Hallo. Heute gibt's mal wieder Pasta. Welch Wunder. Wir machen heute richtig gute Fettuccine mit Schwein, das wir kurz anbraten, bisschen Gemüse. Es wird eine leckere Soße mit Weißwein und mit einem leckeren Condimento Bianco, den wir halt auch noch mit zum Ablöschen nutzen werden. Und ich würde einfach mal sagen, let the show begin, oder? Es wird richtig gut. Es geht los mit unserem Schweinefilet. Ein richtig, richtig schönes, saftiges Stück. Ich habe das schon gewaschen. Dann tupft ihr das zu Hause einfach ab mit so ein bisschen Papier. Also nicht komplett irgendwie trocken rubbeln. Dann bleiben nachher irgendwie so Papierfetzen am Fleisch. Das ist nicht schön. Und dann guckt ihr euch das Ganze mal an. Hier, komm mal hier. Komm mal hier, sag ich. Wenn ihr übrigens sehen würdet, wie der Junge aussieht heute hier in seinem Jogger. Richtig sexy. Und ihr halt solche Sachen seht, dann könnt ihr es selbst entscheiden. Zum einen, Fett ist ja auch immer so ein kleiner, schöner Geschmacksträger, aber ihr könnt selbst überlegen, will ich es ein bisschen filetartiger haben, dann pariere ich das halt noch ein bisschen. Das werden wir mit dem Stück machen. Der Rest, finde ich, sieht ganz gut aus und den schneiden wir gleich einfach in Würfel. Hier haben wir jetzt schon ganz gut vorgearbeitet. Machen wir noch diesen kleinen Streifen weg und dann ist es eigentlich recht gut. Dann können wir das Ganze in Würfel schneiden und dann geht es auch fast schon ins Anbraten. Und was habe ich gesagt, was ich draus mache? Lieber Luigi, was machen wir jetzt aus diesem Fleisch für Formen? Würfel. Würfel, er hat zugehört heute. Auch er wird besser und aufmerksamer. Ein Lob an dich an dieser Stelle. Ich wurde auch sehr nervös gerade, wenn ich ehrlich bin. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Das ist genau der Grund, weshalb ich dir diese Fragen immer mal wieder stelle. Dann fühle ich mich auch sicherer, weißt du, wenn ich das Gefühl habe, zumindest du hörst mir zu, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die Leute daheim vielleicht auch ein bisschen zuhören. Sie wollen dich doch nur sehen. Ja, sexy as fuck, ne? Mhm. Das Schweinefilet. Fleisch ist geschnitten, wir nehmen jetzt ein bisschen Olivenöl. Das erhitzen wir jetzt schon mal für den Knoblauch, den wir gleich brauchen. Und in der Masse braten wir das Fleisch gleich scharf, richtig scharf an. Kurz angedrückt, Schale entfernen und hiermit aromatisieren wir das Öl gleich ein bisschen. Fürs eigentliche Rezept ist eigentlich nur eine Zehe vorgesehen, aber ich muss ehrlich sein, ich stehe auf dieses Zeug. Deswegen nehmen wir noch eine kleine zweite. Oder Luigi, ist doch in Ordnung. Von mir aus können wir auch eine dritte nehmen. Ja, dann wird es vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber das Olivenöl schon so ein bisschen gut aromatisiert. Dann holen wir die Zehen jetzt raus. So, muss auch eine Zehe dran sein, ne? Und dann geht's los mit dem Fleisch. Und jetzt wird es ein bisschen brutzeln. Und das alles braten wir jetzt richtig scharf an. Dass es scharf angebraten wird, seht ihr wahrscheinlich gerade, weil es ein bisschen spritzt. Während das Fleisch am Anbraten ist, bereite ich ja das Gemüse noch mal weiter vor. Bei dem Stangensellerie darauf aufpassen, dass ihr da halt echt so schöne runde, halbrunde Stücke wegflext. Und die kommen jetzt gleich dann auch schön dazu. Nicht zu dick. Das ist halt echt nur so ein Aromatisiermittel. Jetzt machen wir auch noch ein paar kleine dünne Möhren hier raus. Und falls ihr euch fragt, warum schneidet der Junge die Dinger schräg ab? Das hat keine geschmacklichen Gründe. Ich finde, die sehen dann einfach nur schöner aus. Jetzt werden wir das Fleisch so ein bisschen zuckern für so einen kleinen Karamellisierungseffekt. Jetzt geht es richtig rund. Jetzt kommt der Weißwein. Bist du bereit? Ich bin bereit. Jawohl. Los geht's. Zack. Wow! So. Da ist er, der Weißwein. Kannst du so wegsaufen jetzt? Nein. Aber es riecht schon sehr gut, ne? Darf man eine Nase nehmen? Ist auch immer ganz angenehm. Warte. Bist jetzt zu viel inhaliert? Warte. Ja. Kann man machen. Kann man machen.
Guck mal hier, wie schön ich das Gemüse hier vorbereitet habe. Hochmodern, hipster-like, wie eine Bowl. Und jetzt kommt es in die Pfanne. So schnell ist das Spektakel wieder vorbei. Okay, Luigi, du darfst jetzt ein bisschen näher kommen und dir dieses Spektakel hier angucken. Es ist noch nicht fertig, aber ich glaube, wir können alle schon erahnen, dass das gleich ganz schön Deluxe wird, oder? Und jetzt hat das Ganze noch so ein bisschen gebraten. Wir nehmen jetzt den Condimento Bianco, also so ein bisschen Essig für die Säure rein. Und decken das Ganze mit noch ein bisschen Gemüsebrühe ab. Ungefähr so 100 Milliliter für die Menge, die wir hier haben. Zack. Und dann darf es noch ein bisschen köcheln. Das Nudelwasser kocht übrigens auch schon, denn das ist ja auch unsere Grundzutat. Wir können es jetzt salzen, wie immer großzügig. Zack. Und weil es schon kocht, können auch die Nudeln rein. Unsere kleinen Fettuccine-Nester. Die brauchen jetzt auch nicht mehr so lange, aber ungefähr die Zeit, die dieses Ding hier noch aufkochen muss. Und dann können wir das alles miteinander vermischen. Und es wird ein Traum. Wir können nachher noch würzen. Also ich würde jetzt auch nicht zu viel irgendwie salzen oder so, weil wir haben Gemüsebrühe schon dran. Wir haben nachher die gesalzene Pasta. Aber natürlich werden wir es ein bisschen feinjustieren müssen. Aber das machen wir später. So Leute, und in der Zwischenzeit, während das hier alles weiter vor sich hinköchelt, machen wir auch schon mal die Petersilie fertig. Nudeln abgesiebt. Ich habe heute irgendwas gemacht, was ich sonst eher selten mache, aber hier brauchen wir kein Nudelwasser. Hier haben wir schon genug Sud. Zack. Ein bisschen Pasta noch mit dazu. Und dann wird das Ganze ein bisschen geschwenkt. Ein Träumchen. Das lassen wir jetzt aber hier noch so ein, zwei Minuten drin. Einfach damit die Soße ein bisschen andickt, auch durch die Nudelstärke und ein bisschen besser noch an der Pasta haftet. Und dann geht's ab in die Teller. Da können wir essen. Jetzt packen wir noch die Petersilie dazu. Noch ein bisschen grün. Das ist aber nicht nur für die Farbe, sondern auch für den Geschmack. Schöne, frische Kräuter passen immer gut zu Pasta. Petersilie, Basilikum, ich glaube, das ist sehr selbstredend. Und jetzt wird serviert. I need a teller, teller. Teller is what I need. Zack. So einfach geht das. Ihr müsst einfach nur singen, was ihr braucht. Und schon bekommt ihr es. Probiert das echt mal zu Hause aus. Würde mich ja interessieren, ob es bei euch dann genauso einfach klappt wie bei mir. So. Whoop. Hier so ein bisschen. Und jetzt wird das Ganze noch ein bisschen gepfeffert. Das ist das feine Teil. Ich habe es jetzt auch wirklich erst am Teller gepfeffert, damit jetzt wirklich noch die ganz, ganz frischen, auch gar nicht mehr warm gemachten Pfefferaromen da so mit durchgehen. Salzen brauchten wir nicht mehr. Das hatte genug Aroma durch alles, was drin war, vor allen Dingen auch durch die Gemüsebrühe. Und das hier ist halt wirklich ein richtig leckerer Teller, wenn ihr wirklich Lust auf Pasta mit Schweinefilet habt und mal irgendwie eine neue Idee braucht, weil ich glaube, das ist jetzt auch nicht so ein Daily-Ding, was ihr euch wahrscheinlich zu Hause macht, aber ich kann es euch nur empfehlen, es auf jeden Fall irgendwann endlich mal nachzukochen. Ich hoffe, ihr zu Hause habt richtig Lust bekommen und kocht das auf jeden Fall nach. Lasst Kommentare da, einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert natürlich den Kanal und die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich werde hier jetzt reinhauen und ihr zu Hause hoffentlich bald. Also bis zur nächsten Sendung. Ciao.